Moin Leute, Trimax hier. Es geht weiter mit dem Clash Royale Free-to-Play-Account. Es soll ja... Die ganzen Teaser sind schon draußen fürs große Update. Es kommt Kartenlevel 15 und das ganze Spiel wird revolutioniert. Guckt euch die Videos von Bigspin an, da ist alles drin. Wirklich krass, wirklich krass. Da freue ich mich sehr drauf. Auf dem Pay-to-Win-Account werden wir so gestört reinpayen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren. Und ich bin auch sehr gespannt mit dem Free-to-Play-Account, wie es da weitergeht, wenn das nächste Level kommt und die ganzen neuen Sachen. Wenn ihr es unterstützen wollt, gerade auch wenn wir ganz böse die Pay-to-Win-Keule schwingen, könnt ihr hier in den Creator-Code eintragen. Kostet euch gar nichts und ist sehr geiler Support für mich. Vielen Dank dafür. Zack. Immer wenn ihr euch einen Season Pass holt oder, ja, holt euch keine Shop-Angebote. Season Pass ist gut. Ich zocke hier ganz, ganz doll Clash Royale in New York. Ich spiele jeden Tag. Ich nehme mir das hier mit. Guck mal hier. Wochenbonus. Ich nehme so einen Wochenbonus mit. So bin ich am Suchten. Ich mache jeden Tag meine Clan-Spiele. Na, hier läuft es gerade nicht so gut in der Challenge. Wir machen erstmal weiter. Wir brauchen 100.000 Gold. Dann habe ich endlich den Golem, meine Win Condition, maxed. Da würde ich sagen, machen wir erstmal den Goldpass. Also ist ja Free-to-Play plus Goldpass. Ich habe hier schon ein paar Kisten geöffnet, aber ein paar habe ich noch. Die wollen wir mal aufmachen. Mein größter Fokus ist tatsächlich gerade mit dem Account die Clan-Kriegs-Stacks. Also, dass ich mehrere Win-Condition habe auf einem guten Level. Oh, geil, noch ein Joker. 5 Stück schon. Dass ich jeden Tag im Clan-Krieg zocken kann. Jetzt ist wieder zu laut. Ja, den Diamond-Pass haben wir nicht. Den Gold-Pass holen wir uns nur. So langsam... Langsam glaube ich nicht mehr an die Legendary, bin ich ganz ehrlich. Da haben wir die 100.000 Gold, wichtig, ganz wichtiges Ding. Die ganzen Joker werde ich aufsparen. Nochmal ein legendärer Joker, geil. Noch mehr Gold. Truhenschlüssel. Okay, kompletter Pass ist fertig. Truhenschlüssel nehmen wir gleich für die legendäre Joker-Kiste. Goldchest aufmachen. Das sind momentan meine... Oh, wir haben sogar Clan. Stimmt. Was für ein geiles Timing. Garantierte Legendary. Ich bin richtig böse am Suchten jeden Tag im Clan-Krieg. Ist euch das bewusst? 54 mal Ramburg. 6 mal Rage-Spell. Und bitte eine gute. Komm. Banditin. Mach mal Banditin klar. Ich habe letzte Folge den ersten Fischer gezogen, jetzt ziehe ich den zweiten Fischer. Schlecht. Das sind meine Decks, die ich spiele. Aber nur jetzt Mega-Ritter, das ist mein ursprüngliches Free-to-Play-Deck. Dann habe ich jetzt ein Lockbait-Deck mit den Rascals. Ich liebe die Rascals. Und dann spiele ich natürlich mein Main-Golem-Deck. Damit rasiere ich alles. Das Royal Giant-Deck spiele ich nicht. Ich spiele immer jeden Tag nur 3 Decks. Sollten 4 werden. Da ist jetzt die Frage, welches geile Deck kann ich hier noch aus diesen Karten bauen? Ich glaube, da bräuchte ich mal Big Spins Hilfe. Ich könnte noch ein Lava-Hund-Ballon-Deck machen, aber ich habe Level 9, ne? Das ist halt Totalausfall. Echt ein E-Golem? Ich weiß nicht, was smarter ist. Jetzt mehr... mein Gold und meine Joker in ein viertes Deck zu stecken. Oder lieber in mein zweites, beziehungsweise drittes Deck. Weil auch hier habe ich die Banditin erst auf 10. Kobold Gang 10. Princess 10. Rakete 8. Das ist schon sehr, sehr, sehr schlecht. Soll ich jetzt schon aufs vierte Deck gehen? Weil hier eine Goblin Gang auf 10, wenn der Gegner Level 14 ist, tut schon weh. Was würdest du mir empfehlen, Zodiac? Ich habe auch keinen Bock, dann jeden Tag jedes Spiel zu verlieren. Ich würde sonst hier erstmal alleine, wenn ich die Rascals auf 14 habe. Das macht schon jeden Tag geiler. Ich glaube, hier Rascals Level 14 ist böse. Ich überlege tatsächlich auch, anstatt den Golem hochzuziehen für 100.000, weil mit dem Deck gewinne ich eh immer. Das ist mein Max-Deck. Anstatt den Golem hochzuziehen auf Level 14, erst die Rascals hochzuziehen auf 14, weil dann habe ich schon... Dann habe ich die Rascals auf 14, das ist schon mächtig. Das sind deine Decks. Also ich will auf jeden Fall das Mega-Ritter-Deck, das Lockbait-Deck und das Golem-Deck behalten. Ich bräuchte jetzt noch ein letztes Deck. Aber auch hier, glaube ich, macht es mehr Sinn erstmal... Der Golem kann warten, damit wirst du sowieso gewinnen. Soll ich echt die Rabauken erst upgraden? Wir machen hier erstmal nochmal weiter auf, würde ich sagen. Magical Chest. Gönn mal eine Legendary einfach. 10 Joker ist geil. Keine Legendary. 21 mal der Mini-Packer. Jetzt machen wir die hier noch auf. Dafür haben wir einen Truhenschlüssel. 9500 Gold. 200 gewöhnliche Joker. 55 seltene Joker. 15 epische. Noch ein legendärer Joker. Ich habe schon wieder 7 Stück, die werden dann hinterhergeschmissen. Habe ich schon alle? Welchen brauche ich? Ist okay. Guck mal, der geht bald Level 13. Nehmen wir mit.
Wie sieht's eigentlich aus bei meinen Champions? Ja, doch, war gut. War gut, war gut, war gut, war gut. Warum habe ich den auf so einen hohen Level? Hier kriege ich bald drei. Oh, nee, das sind 150 Gems. Die kriege ich sehr bald. Barb Barrel. Sepp. Kriege ich Joker. Royal Giant. Kriege ich das. Lightning. Kriege ich. Ja, dauert noch ein bisschen. Feuerball. Passiert auch nichts. Ansturm. Ja, bald kriege ich hier für den die Sachen. Das ist auch nicht verkehrt. Okay, ich würde sagen, wir gehen rein in die Matches, oder? Springt er da rüber? Oh, shit. Doch, tut er. Trollt der? Was macht der? Digga, der ist Level 14. Ist das ein Stream-Sniper? Der spielt nur Gebäude und Zauber bestimmt. Ich habe keinen großen Zauber dabei, das sieht nicht gut aus für mich. Was macht der? Er hat das Holz daneben geworfen. Was ist das für einer? Typischer Expo-Spieler halt. Das ist ein typischer X-Bogen-Spieler. Ihr verarscht mich. Was ist mit dem? Was ist mit dem? Ich habe drei Evos auf dem Feld. Der Turm ist Dauerstand. Keine Truppe stirbt. Scheiß auf Tanks! Wer braucht schon Tanks, wenn du drei EWs hast? Der Turm konnte gar nicht mehr schießen. Guck mal, 450 Gold. Jeden Tag. Jetzt kommt mein Lock... Na, Abbruch. Geil. Ich grade jetzt ohne Witz, Leute. Ich grade jetzt wirklich die Rascals ab. Nicht mein Golem. Wirklich. Jetzt ziehen wir die Gang auch noch einen hoch, oder? Guck mal, jetzt ist das ein richtiges Deck hier schon. Guck mal. Den können wir uns nicht mehr leisten. Das macht mir Spaß. Ich finde die Klangkriege geil. Weil da auch immer so Zweifach-Elixier ist oder Sudden Death oder Beschleunigungskampf. So, jetzt geht's. Jetzt macht's Bock. Oh, der hat 14. Meine Princess ist. Ist die Level 9 oder Level 10? Ah, der ist jetzt maxed oder was? Was ist das? Also mit einer Princess Level 10 gegen eine Princess 14 fühle ich ja gar nicht, ne? Let's go. Das sieht schlecht aus. Mit alles maxed. Ach, Digga. Das kann nicht sein. Ich habe wochenlang gespielt und habe niemanden gefaced, der alles maxed hatte. Warum kriege ich jetzt einen, der alles maxed hat? Er hat ja alles maxed. Das ist durch. Oh mein Gott. Er macht sogar... Er hat mich outjuked. Das ist durch. Er ist ein E-Sportler und hat alles maxed. Mein Prinz ist Level 11. Er outcycelt mich auch. Er hat einen Eisgeist. Er ist günstiger. Er hat mich wieder auseinandergenommen mit einem Fass nach hinten. Ich sehe die Fässer nicht nach hinten. Das ist mein beschissenstes Clan-Spiel, was ich jemals in meinem Leben hatte auf dem Account. Wirklich. Wieso ist das so?
Wieso ist das so? Wo ist der Zusammenhang? Kann mir das jemand erklären? Ich habe sie Level 14 gebracht. Ich habe die Level 14 gebracht und jetzt kriege ich direkt einen Gegner, der auch 14 hat. Je höher dein Kartenlevel ist, desto höher ist das Kartenlevel des Gegners. Echt jetzt? Hundertprozentig. Wer sieht die Fässer auch nach hinten? Ist einfach ein E-Sportler. Ich habe für 100.000 Gold meine Rascals hochgelevelt. Und jetzt kriege ich, habe ich sofort das beschissenste Match der letzten 3 Monate. Das war Zufall, oder? Je höher meine Karten sind, desto höher sind die Karten des Gegners auch. Dann ist es schlecht, seine Karten zu leveln? Nein. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das kann nicht stimmen. Wird auch maxed. Hey, ich verstehe gerade mein Leben nicht mehr. Ich habe noch nie gegen jemanden gespielt, der alles maxed hat. Oder macht er einen Fehler, oder? Der Lightning von ihm war ein Riesenfehler. Doppel-Elektro-Dragon ist böse. Gegner wirft einen verzweifelten Lightning. Jetzt versucht er bestimmt nochmal links reinzugehen. Ja, na klar. Das Ding haben wir. Die Dinge, das haben wir. Würde die Pfeile gegen Barbarenfass ersetzen? Stimmt, aber Barbarenfass habe ich auf einem schlechten Level. Das haben wir. Ich war jetzt echt gerade verwirrt, warum ich so starke Gegner bekommen habe. Das macht mir jetzt ein bisschen Angst.
Was fordere ich jetzt überhaupt an? Ich habe immer die Flugmaschine angefordert. Das Ding ist fertig. Welche Karte spiele ich denn, die ich auch auf dem höheren Level brauche? Was brauche ich? Also jetzt mal wirklich. Koboldhütte. Die ist zurzeit sehr stark. Die soll's sein. Die soll's sein. Okay. Der Mönch-Herausforderung spiele ich das Ding. Die checke ich auch gar nicht, die Mönch-Dinger, wirklich. Wie spät ist es bei euch? Fuck, jetzt ist schon wieder nach 12. Ich sollte gar nicht so lange streamen, glaube ich. Das ist hier mit so einem Supermönch. Der ist ganz komisch. Hier spielt auch jeder das gleiche Deck. Ich fühle die Challenge jetzt nicht so. Das ist ziemlich krampfig, das hier alles fertig zu spielen. Das ist ein geiler Rage. Krieg ich den noch gezündet? Oh! Grandios gespielt. Hey, danke für die ganzen Primes, Leute. Oh, da überleben zwei Skelette. Das ärgert den Gegner. Die töten den einfach. Wisst ihr, wie hoch der Schaden von Skeletten ist? Der DPS ist der Wahnsinn. Oh, der Dart Goblin, was machst du denn? Der wirft ein Holz extra. Sind das immer noch zwei, die zwei Skelette links? Von eben? Nee, oder? Nein, das sind die nicht mehr. Ich habe nicht drauf geachtet. Das waren die neuen, das waren auch dieser Skarmi, ne? Okay, das wäre zu krass gewesen. Mit zwei Skelette zwei Supermönche töten. Sein Rage tötet nicht meine Skelette. Was sind das jetzt wieder für zwei Skelette da links? Sind das die schon wieder? Warum überleben immer zwei Skelette, Digga? Ich check's nicht. Die haben dreimal den Mönch getötet, hä? Wieder 600 Marken, das ist krass, ne? Was brauche ich gerade am meisten? Ich habe 16.000 wieder. Die muss ich vor Seasonende ausgeben. Einfach Joker für legendäre Karten, drei Stück? Die lachen mich immer so an. Die sind so, finde ich, am wichtigsten quasi. Aber hier für 1.000 nur die Widderreiterin? Für 1.000? Die nehme ich mit. Das zieht den Account übel hoch. Dann ziehe ich nie wieder eine Widderreiterin und nur andere Legendaries. Kann ich sogar eine Widderreiterin richtig boosten? Kann ich die nicht als Win-Condition nehmen? Für noch ein weiteres Clan-Deck? Die ist ja dafür perfekt. Welches Level habe ich die denn? Habe ich die nicht schon voll aufgezogen? Wieso kann ich die Widderreiterin nicht sehen? Ist die gerade geboostet? Die ist gerade geboostet. Auf welchem Level habe ich sie denn? Level 11. Soll ich mir die ziehen?
Ist sie okay gerade? Guck mal, ich könnte sie mir 5 mal kaufen, dann könnte ich mir die Joker kaufen und dann habe ich ja auch noch 7 Joker. Ich krieg die Widerreiter in Level 13. Die ist doch geil. Soll ich das machen? Ich meine, die ist hier im Angebot, ne? Für 1000. 5 Stück? Also egal, ob sie mir holt oder nicht. Ich muss mir Legendaries holen. Für nur 1000 Saisonpunkte eine Legendary zu kriegen. Guck mal. Das waren nur 5000 Saisonpunkte. Dafür kriegst du jeden Tag ja schon 1000. Das waren jetzt 5 Legendaries. Das boostet den Account ja extrem. Jetzt kann ich mir ja nochmal die Joker ziehen eigentlich. Du hast keine Kombikarten zu ihr. Was sind Kombikarten? Was willst du mit dir spielen? Packer, Bridge, Spam, Mega Knight. Könnte ich machen, oder? Womit spielt man die denn? Das muss auch kein Meta-Deck sein. Das muss einfach nur ein Clan-War-Deck sein, einfach, weißt du? Ich kaufe jetzt auf jeden Fall noch die Legendaries. Also da, egal, ob ich sie mir jetzt umwandle in die oder nicht. Ich habe jetzt einfach noch 10 Joker. Das kannst du jede Season mitnehmen, ne? Immer noch 6000. Immer noch 6000 übrig. 20 Schweinereiter für 500. Das ist ja auch mit Abstand das Beste. Das boostet ja das Account-Level so hoch. Das mache ich auch. Das kann ich 10 Mal machen. Was? Das Angebot muss man sich erholen. Das ist ja völlig krank. Du kannst ja auch 1000 Barbaren für 5000 Saisonpunkte holen, ja, ne? Das ist auch gut. Ihr müsst halt ganz doll begreifen, dass es das allgemeine Kartenlevel hochzieht. Ich werde jetzt nie wieder einen Schweinereiter und nie wieder eine Widerreiterin aus der Kiste ziehen. Aber Schweinereiter könnte ich spielen und Widerreiterin. Barbaren kann ich mir lieber die Joker ziehen. Aber die gibt es auch nur 3 Mal, ne? Das gucke ich noch. Ich werde diese Challenge hier auf jeden Fall noch offstream. Ich habe ja den Goldpass. Da wird noch richtig viel bei rumkommen. Das werde ich auf jeden Fall noch richtig zocken. Okay, krass. Ja, ey, das Free-to-Play-Projekt macht echt richtig Laune, muss ich sagen, ne? Wirklich. Okay, Leute, ich muss jetzt los.